abgebogen. Die läuft ja parallel zur A7, zu der Autopista, also von der E15 wieder abgebogen und in Höhe von La Rabita. Und jetzt fahre ich mal nach La Rabita hier rein. Das ist hier was ganz Interessantes. Man fährt hier durch ein trockenes Flussbett. Da bei Hochwasser, also wenn die hier wohl Regenzeit haben, dann ist diese Straße anscheinend gesperrt. Und es sieht so aus, wir sehen das gleich, dass der ganze Dreck, den der Fluss so mit sich führt, das Geröll, das ist alles an die Seite geschoben. Und man kann jetzt hier durchfahren. Also das machen wir dann auch mal. Nach La Rabita rein. Das ist nichts Besonderes in dem Ort, aber wir schauen uns das mal an. So. Jetzt fahren wir durch dieses trockene Flussbett. Seht ihr den Schlamm, den Dreck? So, das ist hier geräumt. Jetzt kann man also hier durchfahren. Es ist ja kein, der Fluss führt ja kein Wasser momentan. Keine Ahnung, ob er mal Wasser führt. So, hier geht es jetzt wieder hoch. Ja, das ist ja interessant. So. Das ist hier La Rabita. Man kann den Ort aber auch von der A340 erreichen. Das sieht man im Vordergrund. Die beiden Brücken. Die vordere ist die A340. E15 und das hintere ist die Autobahn, die A7. So, an diesem Kreisverkehr drehe ich jetzt wieder und fahre zurück. Ja, das ist La Rabita, das muss wohl eine alte Festungsstadt mal gewesen sein. Will ich aber jetzt nicht wirklich rein. So, zurück durch das Flussbett. Tolle Sache. Also dass dieser Fluss denn ab und zu auch mal Wasser führt, das sieht man hier an den Schutzmauern rundherum. Die wären ja wohl nicht, wenn die umliegenden Häuser dann nicht vor dem Fluten schützen sollen. Also ich denke mal, in der Regenzeit ist das nicht ganz schön hoch. So. Das war die Fahrt nach La Rabita und wieder zurück.